Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen bei einer kleinen Runde Minecraft. Es ist gerade irgendwann mitten in der Nacht und ich dachte mir, okay, bevor das LPT mal richtig anfängt, durchsuche ich meine Kisten und räume mal ein kleines bisschen auf. Ich muss mal gucken, Holz habe ich ein kleines bisschen dabei, den Sand habe ich noch dabei. Ich räume einfach mal ein bisschen auf. Das ist jetzt keine wirkliche Let's Play-Folge, wo man sagt, ah, okay, da gucke ich jetzt gerne zu. Nein, ich räume nur auf. Ihr könnt wegschalten. Das ist echt sinnlos gerade. Aber ich dachte mir, okay, muss jetzt so langsam mal ein bisschen was machen. Sonst wird das echt irgendwann blöde hier. Und ich sehe nicht mal durch. Ah, guck mal, ich habe ja bestimmt. Ah, okay, es wird doch ein kleines bisschen unterhaltsam. Jetzt habe ich den Dreck da wieder reingeschmissen, muss dann nachher wieder aufräumen. Ich wollte gleich. Moment. Ich wollte. Nämlich die Seerosen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das kommentiert hat mit den Seerosen. Da wollte ich mich eigentlich noch persönlich ein bisschen bedanken, aber bis jetzt irgendwie noch nicht dazu gekommen. Mache ich mal pop, 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 pop. 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 Gut, jetzt kann man nämlich hier rüber watscheln und ich fliege nicht jedes Mal rein. Danke, danke, danke nochmal für das nette Kommentar. War schon ein bisschen länger her, glaube ich. Mache ich jetzt außen, glaube ich, auch nochmal. Ich fühle mich langsam richtig wohl hier in meinem Häuschen bei Minecraft. Setze ich mal hier noch ein paar hin. Da sind sie wieder alle. So, da beginnen wir mal. Holz habe ich noch ein bisschen drin. Ich muss mir nämlich ein paar Zwischenlagerungskisten mal machen. Ich weiß, das hört sich ein bisschen blöd an. Eine. Holz. Ich hole mal ein bisschen Holz. La 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 la, habe ich noch irgendwo. Wieder keine Axt dabei. Mann! Ausrasten. Wo ist meine verfluchte Axt? Nee, Axt ist weg. Leck mich doch. Ich mache jetzt erstmal hier. Ich will das Schild jetzt nicht wegmachen. Der Geist war hier. Ich muss mal ganz kurz husten. Ah. Gut, fangen wir mal an. Ich suche mal. Ich packe jetzt alles erstmal ganz kurz hier rein. Lalalalalala. Alles weg, alles weg, alles weg, den ganzen Schnodder. Und dann sehe ich schon mal das ganze wertvolle Material hier vorne raus. Das ist auch wertvoll. Ah, da ist mein goldener Apfel. Den habe ich jetzt eben gesucht. Das ist wertvoll, das ist wertvoll. Das auf jeden Fall. Die Kakaobohnen kommen in das andere Ding da rein. Das ist wertvoll. Glowstone ist sehr wertvoll. Den Redstone packe ich in eine andere Kiste. Da habe ich mir schon ein bisschen was überlegt. Papier, nee, nee, die Tränke, die kann ich gleich vorne mit reinpacken. Natürlich Tränke, Metall. Was macht man denn noch? Ich gucke mal, was hier noch so drin ist, was man so Wertvolles mal gebrauchen kann. Das ist auf jeden Fall wertvoll. Das ist wertvoll. Das ist wertvoll. Warum ich das hier reingepackt? Ich habe keine Ahnung. Das ist. Oh. Nee, Ziegel machen wir in Steinkiste rein. Das wäre, glaube ich, besser. Das ist auf jeden Fall wertvoll. Die Schallplatte, die ich gefunden habe. Also, die ich bekommen habe. Wir haben noch so viel Holz. Komm, das Holz nehmen wir auch mal gleich mit. Da kann ich mir gleich mehrere Kisten von bauen. Gut, machen wir erstmal das eine. Ich pack mal hier das ganze wertvolle Gelumpe rein. Und nee. Das Schwarzpulver wollte ich auch noch reinklatschen. Und vorne, ich glaube, in der Alchemiekiste, da müsste auch noch einiges drin sein, was da nicht reingehört. Oder? Die Schießpulver lassen wir auch mal hier drin. Da ist meine Axt.
So, hier müssen wir auch noch mal ein kleines bisschen aufräumen. Ich habe es euch gesagt, das ist eine sinnlose Folge. Also, die ist nicht wirklich da als Let's Play wirklich gedacht, sondern einfach nur, ich räume auf. Also jetzt nicht beschweren oder Daumen runter. Gut. Es ist gar nicht so einfach hier. Hier ein bisschen Ordnung reinzubringen. Machen wir mal hier hin. Und den Einertrank, den mache ich da hin. Da kommt das da hin und das da hin. Und das kommt da ganz unten hin. Und das kommt da rüber. Dahin, 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 dahin. Ich müsste, glaube ich, irgendwie mal eine Extrakiste machen, wo ich leere Tränke drin habe und dann volle Tränke. Das packe ich mal. Ah, hier, gucke. So, Inkredenzien packe ich mal hier hin. Das kommt dahin. Da, 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 da. Schießpulver brauchen wir auch für Sprengstoff eigentlich. Ah, aufräumen ist echt nicht mein Ding. So, machen wir hier hin. Das sieht jetzt in vielen Fällen schon mal weitaus besser aus. Den Zucker, den behalten wir auch mal hier drin. Der gehört eigentlich zu den Fressalien. Aber, ach, da habe ich wieder was vergessen. Man braucht ihn hier auch. Deswegen lasse ich den da jetzt drinne. Ich mal hier hin, das dahin, das dahin. La, la, la. La, Schießpulver da unten. Gut. So. Ha. Ach, ich habe ja noch die Kompanten. Also Kompanten, Kompass, Mehrzahl Kompanten. Und dann mache ich mir gleich, glaube ich, noch ein paar Kisten. Oder geht das auch so? Essenskiste. Ah. Na, du siehst da auch wieder lustig aus. Kaubohnen, die packe ich mal hier. Die Bäume kommen jetzt ganz hinten. Fleisch. Irgendwann sortiere ich das auch mal nach Tier und nach Pflanze natürlich. Zuckerrohr kommt mal ganz unten. Zuckerrohr brauche ich in mehreren Partien, aber ich will das jetzt nicht in alle Kisten verteilen, deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Stein. Alles, was steinmäßig ist, jetzt kommt erstmal hier rein. Was ist das? Nether sind auch Ziegel. Quarz nehmen wir auch mit dazu. Nehmen wir auch mit dazu. Die Treppen. Und ich muss mal gucken, eigentlich, was vorne noch drin ist. Da vorne lag ja auch ein Haufen Krempel drin. Da ist wieder da ist Essen bei, da ist Steine bei, wertvolles Material, Holz, Weizensamen, Essen, Blümchen. Ich glaube, das ist hier eine unendliche Geschichte bei mir. Vergiftete Kartoffeln natürlich sehr nahrhaft. Sehr, sehr nahrhaft. Alter, wir haben so viel Netherquarz noch. Okay. Was haben wir noch? Ich habe jetzt irgendwie den Beat vergessen. Muss ich mal kurz ein bisschen Musik anmachen. Ich mache mal ein bisschen Mucke von Alchemisten an. Gleich schon viel besser. Redstone-Lampen, die kann ich auch gleich mitnehmen fürs wertvolle Material. Und Alter, da unten ist ja noch der Kolben. Der Kolben, der Kolben, der Kolben, der Kolbenhebel. Nee, das ist alles eher sinnlos. Die Bücher muss ich noch nach oben bringen. Ah, ich pack das erstmal hier zwischen. Hier wird noch nicht aufgeräumt. Zack. Sind schon wieder in meiner Wand. Wo? Du Arsch! Ich hab hier schon alles beleuchtet. Ich weiß, es ist jetzt. Ich glaube, auf mein Lichtlevel reagieren die trotzdem irgendwie. Ich habe keine Ahnung, die sind jedes Mal dahinter.
Ich habe alles ausgeleuchtet, wirklich jede kleinste Scheißecke ausgeleuchtet und bam, sind sie wieder da. Was macht dann hier Holz und Sand drin? Ich meine Erde. Komm, ich flag das erstmal hier die Ziegel rein. Hauptsache, ich habe hier erst alles drin und danach kann ich immer noch ein bisschen durchsortieren. Hier sind auch noch Steine drin. Oh, mein Genick. Kies zählen wir auch mal dazu. Die Quarzsäulen, die werde ich natürlich irgendwann mal bald verwenden. Ah. Alter, wie viel Holz habe ich denn? Ich suche mal wie ein bekloppter Holz und ich habe es alles hier drin. Verwirrt muss man sein. Wirklich verwirrt muss man sein. Mein PC zeigt mir wieder kurioses Zeug an. Ein bisschen Erde. Oh, ich habe hier noch mehr Eimer. Alter, hier ist so viel Zeug, was wir auch mal wegschmeißen müssten. Jetzt mal ohne Scheiß. So habe ich jetzt... Ach. Essen. Essen, 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 Essen. Äpfel, Samen, Eier. Komm, das kann man alles essen. Blumen, Bäume. Wir sind doch hier, wir werden doch bald zum Vegetarier. Wir essen Bäume, wir essen Tannennadeln, alles drum und dran. Komm, das verrottete Fleisch, das flaken wir auch gleich da rein. Können wir noch nebenbei den Quarz da rein feuern und das ganze Holz. Ich mache mir mal, glaube ich, irgendwo mal eine Holzkiste. Ich mache mir eine Holzkiste. So. Das sind wir auch mal. Seelensand. Jetzt drehe ich durch. So, jetzt sortieren wir erstmal durch hier. Jetzt will ich erstmal alles in eine Kiste und von einer Kiste räumen wir alles in die andere. Pass auf. Das hat jetzt einen kleinen Plan. Ich versuche jetzt erstmal so weit wie möglich alles nach vorne zu räumen. Ah, da war mein Bogen drin. Mein Unendlichkeitsbogen. Ich habe ihn gesucht. Ich suche den ja öfter mal. Komm, jetzt können wir noch aus der was rausnehmen. Was haben wir denn hier? Oh. Ist da irgendwas, was da nicht reingehört? Schnee. Schnee. Puh. Tittenfischsäcke. Ich denke mal, das hier wird großteils bleiben. Bis auf das Myzel. Das sollte ich vielleicht mal rausnehmen. Hier wird alles Stoff, Farbe, Teppiche, alles drum und dran wird da drin sein. Ich glaube, hier werde ich großteils nichts verändern müssen. Die Kiste ist so gut wie fertig. Die Kiste ist eigentlich leer. Und jetzt haben wir nur noch das wertvolle Material da hinten in einer und das andere in einer. Und dann... gut, durchsortieren. Hat schon mal geklappt. Jetzt sind wir schon mal ein paar Gegenstände weniger. Jetzt werde ich natürlich raussuchen. Eine Waffenkiste könnte ich doch eigentlich mal bauen, oder? Und den Sand. Den Sand machen wir gleich mal mit dem TNT. Machen wir gleich noch mal ein paar Sprengköpfe draus. Also ein paar Sprengladungen. Ich noch schon ein paar verteilt habe, sage ich es mal so. Wo ich gerade sehe, Sandgestein. Könnte ich bald auch mal vielleicht was machen. So, TNT alle. Ne, zwei haben wir noch. Deklariere ich mal unter wertvoll. Was haben wir noch hier an wertvollem Zeug? Das. Ich zähle jetzt Waffen erstmal zu wertvollem Zeug. Für eine bestimmte Zeit. So, wertvoll. Karte. Irgendwo auch wertvoll. Nee, komm. Nee. Wir müssen es nicht übertreiben. Schnee, nee. Es reimt sich. Schnee, nee. Komm jetzt. Eine Rose brauche ich nicht. Warum seid ihr sowieso so komisch angeordnet? Den behalte ich.
Die Blumen schmeiße ich mal kurz weg. Die Uhr behalte ich auf jeden Fall. Das Ding kommt hier weg. Komm, den einen Sandclub, den hole ich mir irgendwann wieder. Ein bisschen einsortieren. Dann bringe ich mal das nach vorne. Das kommt dazu. Den Schnee packe ich doch bei der Wolle rein. Genau. Und da sind... Hier sind noch Materialien, die ich vielleicht doch irgendwie mal doch verbrennen sollte. Ich habe doch eben gerade reingeguckt. Guck mal hier. Der Stein, weg damit. Dann. Eine Eisenhose. Wann verwende ich da meine Eisenhose? Ein Holzschwert habe ich sogar noch. Alter, ich bin irgendwie total der Minecraft. Minecraft Messi. Warum kommt das ganze Zeug wieder zurück hier? Irgendwas habe ich noch in den Taschen gehabt. Die Knochen. Die Knochen, die werde ich hier gar nicht so lange drin behalten. Damit können wir nur Hunde anlocken und Hunde brauche ich jetzt momentan eigentlich nicht. Die wollte ich jetzt eigentlich zu Knochenmehl verarbeiten, aber da muss ich wieder vorne an das Ding ran. Kein Bock jetzt. Was haben wir hier drin? Da können wir auch gleich die Feuersteine reinpacken. Das Feuerzeug packe ich mal ganz kurz bei meinen Wertsachen rein. Das packe ich jetzt alles mal wertvoll. Gut, dann haben wir die jetzt schon voll. Was habe ich noch? Die Treppen. Das sind hier diese komischen Treppen. Enderperle. Das. Komm hier. Auch noch gutes Zeug drin, ne? Hier, das kann weg. Die Sattel sollte ich mir echt aufheben. Komm, ich nehme das jetzt alles mal mit hier. Jetzt haben wir ja schon mehrere Kisten jetzt ausgeräumt. Und dann gucken wir jetzt einfach nochmal durch, was wohin kann und dann haben wir es. Kakaobohnen. Da machen wir unsere Kekse. Irgendjemand hatte geschrieben, ich sollte mir vielleicht mit dem Dispenser noch einen Kühlschrank bauen. Erinnert mich mal bitte dran. Ich werde das nämlich bald wieder vergessen. So, Leder. Da kann ich gleich... Ja, dann mache ich die Bücher dann bald draus. Oh, es ist damit nur mit meinem Rücken nicht in Ordnung, ey. Ich zocke zu viel. Oder zu wenig. Ich glaube eher zu wenig. Sonst könnte ich mehr Folgen rausbringen. So, weiße Wolle kommt natürlich hier rein. Hier haben wir schon gut alles leer. Hier habe ich eine Idee. Nee, habe ich nicht. Was machen wir hier rein? Mache ich erstmal ganz kurz hier ein Zwischenlager für die Lore hinten, dass ich da noch wieder was befülle. Warum habe ich denn schon wieder eine Hacke bei mir? Hier sieht es gut aus. Oh, hier haben wir auch noch Sprengstoff. Das Sprengpulver, da behalte ich aber noch ein Weilchen. Schon wieder ein bisschen was durchgetauscht. So, Kies. Stein. Noch mehr Stein. Hier, das ganze Gelumpe. Dafür haben wir doch alles irgendwo einen Platz. Komm, das Holz, das nehmen wir mal mit. Nicht den Dreck. Den Dreck sollte ich vielleicht hier in eine Dreckkiste machen oder so. Wäre vielleicht eine Idee, immer noch ein kaputtes, halb kaputtes Feuerzeug. Fackeln, die Samen. Alter, wie viele Fackeln haben wir denn hier? Ich bin immer total der, oh, ich brauche mehr Fackeln, ich brauche mehr Fackeln. Dabei habe ich hier tonnenweise von dem Schuss. Was können wir noch mitnehmen? Und der wertvoll werde ich da, glaube ich, auch mal die Schienen deklarieren, oder? Jetzt kann ich mich hier schon anfangen, noch einiges rauszuräumen. Alter, hier ist ja immer noch so viel drinne. Das Lederzeug, das packen wir mal alles raus. Nicht Holz. Ich
glaube, ich bin hier schon ein bisschen total durcheinander. Na gut, hier ist ja eh die Wertvollkiste. Alter, aufräumen ist der Hammer. Dispenser. Genau, da wollte ich den Kühlschrank, den werde ich jetzt auch verarbeiten. Wo baue ich denn meinen Kühlschrank hin? Ich mache vielleicht hier irgendwie sowieso eine Küchenzeile draus. Idee. So, dann probiere ich es mal. Genau, ich mache das jetzt. Geht das hier oben drauf? Nö, geht nicht. Aber so geht's. Genau, dann mache ich hier vorne noch irgendwas vor. Und dann wird das mein späterer Kühlschrank. Dann mache ich hier ein Knöpfchen irgendwo ran. Und dann schießt da vorne das ganze Gelumpe raus. Dann habe ich das auch hinter mir. Kies. Packe ich den Kies mal hier rein. Und ich mache mir eine Holzkiste. Ja, ich mache hier draus eine Holzkiste. Komm, wir nehmen das Gelumpe mal alles mit hier. Da kommt hier mein Holzvorrat rein. Ja, mach ich so. Nehme ich mal alles raus, was hier nicht reingehört. Alter, das ist ja immer noch so shitte viel. Und schmeiß mal ein bisschen was weg. Ich weiß, ihr denkt jetzt, ah, da steckt. Was macht er denn da? Dann bringt er alles durcheinander. Der hätte jetzt tausendmal dahin rennen können und tausendmal dahin rennen können. Das hat jetzt alles Sinn und Zweck. Passt mal auf. Hier, das meiste davon können wir uns alles wieder irgendwann mal bauen. Ich habe schon wieder zwei Feuerzeuge in der Tasche. Komm, wegen den zwei Federn breche ich mir nichts ab. Die Spinnenaugen kommen natürlich vorne rein. Eisengitter. Muss man nochmal ganz kurz vor. Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz hoch. Das ist es, was ich jetzt tue. Hier nehme ich mal meine Bücher reinschmeißen. Das Papier kommt hier auch gleich rein. Ist zwar nicht alles, ich habe unten noch mehr, ich weiß. Und die Farbe kommt natürlich unten rein. Vorne. So, da rein. Und ich glaube, hier ist immer noch nicht alles leer. Mann! Schmeiße ich jetzt einfach alles raus hier. Komm, die Kohle machen wir mal hier rein. Da haben wir das auch mal hinter uns. Haben wir schon mal einen Slot zumindest frei. Ach, bleibt doch da unten liegen. Habe ich noch die Augen, die kann ich vorne reinpacken. Und zack, die Farbe kommt in die vordere Kiste mit rein. Fortbewegungsmittel, die packe ich auch mal da rein. Das. Sattel. Die Schienen kommen woanders hin. Kein Plan, steht immer noch drauf. Huch. Da war noch mehr. So. Jetzt muss ich natürlich wieder gucken, was kommt raus. Seelensand auf keinen Fall. Hosen hier können raus. Die Fäden behalte ich. Die Diamantenhose, die hat keine Verzauberung drauf. Die hat nichts. Einen gelben Teppich behalte ich nochmal. Sattel. Ah, jetzt habe ich den mitgenommen. Schön doof. Knochen. Ich räume mal gleich hier wieder was rein. So. Voll. Ich glaube, wir müssen bald mehr Lebensmittelkisten bauen. Das Myzel mache ich mal mit in die Holzkiste.
Ja. Wo packe ich jetzt die Zäune mit rein? Die Zäune packe ich auch gleich mit vorne rein. Dann haben wir so Nebenbaumaterial immer drin. Ich weiß, ich merke mir das sowieso nicht. Da könnte ich auch gleich die Schilder reinflaken. Das. Pfeile. Fackeln. Dann müsste ich auch theoretischerweise die Schienen da reinmachen. Da ist noch was zum Wegschmeißen in meiner Tasche. Jetzt sammelt das ein. So, ich muss jetzt die Kiste erst einmal leer kriegen, damit ich einen Überblick habe. Gut, den Großteil davon schmeißen wir jetzt eh gleich weg. Oh, Mann. Ich sollte echt bald pennen gehen. Wird auch im also darauf folgen, dass ich gleich schlafen gehe. So, machen wir die Hacke hier mal weg, das Eisenschwert kommt auch weg, die, habe ich denn so eine Schaufel da drinne, einen Eisenhelm habe ich hier drinne, die Sattel behalte ich, ich habe ja schon wieder immer noch einen Zaun hier drinne, das Gras kann weg, die Redstone-Fackeln kommt hier rein, die Feuerzeuge auf jeden Fall, bei dem Essen. Mir war so, als wenn ich den Enderman gerade gehört habe. Wo kommen denn immer die Karten her? Sortieren wir, also in den Kisten selber sortieren werde ich, glaube ich, erst später. Ich will nur mal. Ach, guck mal. Unten die Enderperlen. Die Waffen. Ich habe ja immer. So. Was haben wir hier? Bäume. Jetzt haben wir den ganzen Schnodder hier drin. Kommt die Blümchen, ey. Jedes Mal nehme ich hier irgendwelche Blumen mit. So. Den Knopf, den können wir natürlich für. Alter, das sind Extremblümchen. Feuerfeste Blumen. Was für ein Valentinstag. Was ist denn nicht? Ich höre einen Enderman. Hier ist irgendwo einer in der Nähe. Ich weiß, ich könnte auch alles mit einmal rausmachen, aber ich hänge mal lieber auf meinem Controller rum. So, dann bringe ich das Papier nochmal fix hoch. Du dumme Potsau! Was machst denn du hier drinne? Ja, geh raus in den Regen. Du Klapskopf, ey. So, rein da. Dann muss ich eh nochmal nach vorne. Ja, der Enderman, der kommt hier nicht mehr so schnell rein. Der ist hier oben gespawnt. Wenn er sich wegteleportiert, bleibt ein Glück irgendwo draußen in Timbuktu oder so. Die Sattel. Oh, was ist denn das heute? Wie viele Sattel habe ich denn gesammelt? Die Zäune noch weg. Den Zaun kann ich auch noch rein. Ich habe schon wieder Redstone-Fackeln in den Taschen. So, das nehme ich nochmal mit hier. Packe ich das hier rein. Die Fackeln kommen ganz vorne rein. Ich muss mir das langsam hier jetzt alles mal ein bisschen durchforsten hier, den ganzen Schnodder. Ich glaube jetzt. Nee. Es funktioniert nicht ganz so, wie ich das will. In den Knopf. Komm, jetzt packen wir auch hier Sand rein. Der Ofen. Ich habe zwar schon viele Öfen hier drin, aber solange der. Wie heißt das? Der Trichter nicht existiert, brauche ich halt viele Öfen. Hätte ich natürlich einen Trichter, würde das. Sau geil gehen. Ich brauche Trichter.
Irgendwann wird es den geben, irgendwann. Fackeln. Fackeln. Genau, jetzt räumen wir das hier nochmal aus. Und räumen es natürlich in die gute Kiste rein. So, haben wir drinne. Ich weiß, jetzt habe ich auch gleichzeitig wieder das hier reingeräumt. Das kommt wieder raus. Und das kommt auf jeden Fall wieder raus. Die Karten muss ich mal durchschauen. Genau, die brauche ich. Dann... Alter, mir gehen auch bald die Diamanten. Na gut, ich habe hier noch Diamantenblöcke, also habe ich davon dann doch noch genug. Den Zaun nehme ich wieder mit raus. Die Karten bleiben erstmal hier drinne. Gut, das Gelumpe haben wir auch. Und somit sind wir ja so gut wie fertig eigentlich, oder? Ich habe Ordnung. Ich habe endlich Ordnung hier drinne. Wow! Und trotzdem werde ich einiges nicht wiederfinden, weil ich dann da... Welche Kiste habe ich nur reingepackt? Steht zwar oben drüber, ich weiß es trotzdem nicht. Genau. Was ich... Ja, die Fäden, die brauche ich höchstwahrscheinlich nur, um eine Angel zu bauen oder irgend so ein Schnodder. Gut. Gut. So. Gut, liebe Zuschauer, das war's für meine Aufräumfolge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, die bis zum Ende geblieben sind. Respekt, Alter. Ich hab nur aufgeräumt, ohne Scheiß. Gut, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, ciao und macht's gut.